Also als ich mich entschieden habe, von Burnley ausgeliehen zu werden, war es mir wichtig, zu einem Verein zu gehen, wo ich es mir auch vorstellen könnte, länger zu bleiben. Und ja, es hat einfach ziemlich viel gepasst. Ich glaube, mit meiner Art hier Fußball zu spielen, passe ich ganz gut hin. Und auch die Leute hier in der Stadt sind offen, das gefällt mir. Ja, wir fühlen uns alle sehr wohl hier. Also die Vorbereitung verlief wirklich optimal für mich. Ich hatte nicht eine Einheit, die ich aussetzen musste, konnte alles voll mitmachen und auch in den Testspielen viele Tore geschossen, habe mich gut gefühlt in der Vorbereitung und konnte das in der Saison auch bisher ganz gut umsetzen. Ist halt ein bisschen ärgerlich, wenn dann ein bisschen wenig Ertrag dabei rumkommt. Wir haben in Berlin, glaube ich, wirklich unser schlechtestes Spiel in dieser Saison gemacht. Wir wurden auch ein bisschen benachteiligt von den Schiedsrichtern, hätten meiner Meinung nach noch mindestens 2 Elfmeter zugesprochen bekommen müssen. Aber das Spiel ist eigentlich so weit abgehakt. Es gibt so Tage, da passt das einfach nicht. Wir haben es analysiert, versuchen die Dinge, die wir nicht so gut gemacht haben, auf jeden Fall in meinem Spiel besser zu machen und die guten Spiele, die wir davor hatten, wieder zu nutzen, um das in die Köpfe reinzubekommen, dass wir es gut machen können. Wir müssen halt einfach jetzt mit den Ergebnissen liefern. Vom Fußballerischen her kann man uns keinen Vorwurf machen, glaube ich. Da haben wir schon schlechtere Phasen auf jeden Fall erlebt, gerade auch in der letzten Saison. Es ist nach vorne hin auch noch nicht alles so gut, aber ich denke mal, jetzt in der Phase muss es auf gar keinen Fall Schönspielerei sein, sondern einfach 3 Punkte müssen her.